rausgerutscht. Also ich habe hier schon genug gesundheitliche Schäden, sagen wir mal so. Pakete nach Hause geliefert bekommen ist für viele der Standard. Aber die Lieferungen werden immer mehr und es ist schon jetzt schwierig, Fahrer und Fahrerinnen zu bekommen. Wir begleiten heute einen Paketlieferanten, schauen uns an, wie hart der Job ist und ob ihr eure Pakete in Zukunft noch vor die Haustür bekommt. Hallo, schönen guten Morgen. Hier in der Halle lädt Mario, den wir heute begleiten, seine Pakete ins Auto. Wie der Tag laufen wird, hängt davon ab, wie gut er die Pakete sortiert. Ich habe jetzt hier sortiert und der erste Kunde, den ich dann beliefer, der steht dann hier ganz hinten. Als letztes wird der eingeladen und dann... Dass sie gleich das Paket greifen können. Okay, richtig. Alles klar. Gut, dann machen wir das jetzt. Also falls meine Gesundheit nicht irgendwie nicht geht, weil man schlecht wird oder einen Fuß knickt, immer versuchen, diese Pakete auszuliefern, weil verderbliche Waage. Auch mit, wenn du umknickst, versuchen, oder? Also ich versuche es. Okay. Weil wie gesagt, das ist verderbliche Waage, das ist ja schade darum. Der Kunde wartet ja auch darauf. Ja, okay, aber wenn man sich verletzt... Sind die gar nicht. Sammeln wir mal hinten noch mal die Nummer? Am Ende 677. 677, den. Da müsste ich ihn im Auto haben. Da muss ich noch mal suchen. Ich guck noch mal nach. Oh, jetzt habe ich auch eins vergessen zu scannen. Dieses Paket hier und das muss ich jetzt suchen, sonst kommen wir hier nicht. Aber dadurch, dass ich es ja selber mache, weiß ich auch ungefähr, wo es schon liegt. Und wir haben ja gemeinsam eingeladen und Ich hoffe, es war nicht meine Schuld. Nee. Scheiße. Mann, habe ich nicht. Dann ist es nicht bei mir nicht angekommen. Irgendwo verloren gegangen in der Halle. Ich habe jetzt noch mal alles durchsucht. Ich sag mal Bescheid vorne, dass es jetzt nicht da ist. Mario Nielebock beginnt seine Schicht um 5.30 Uhr. Heute bekommt er 70 Kunden zugewiesen, Durchschnitt. Wie viel Zeit Mario für eine Zustellung einplant, entscheidet er selbst. Mario rechnet mit 3,5 Minuten von Kunde zu Kunde. Alle Pakete müssen ausgeliefert werden. Verliert er irgendwo Zeit, ist er länger unterwegs. Zu Black Friday und vor Weihnachten erhöht sich im Depot die Paketmenge um bis zu 20%. Fahrer liefern dann mehr aus, schaffen aber nicht alles. Deshalb werden zusätzlich Kuriere eingesetzt. Okay, zu dem Paket. Habe ich eine Information gekriegt, ist beschädigt, wird umgepackt, kommt morgen dann und dann kann ich es morgen ausliefern. Okay, also hat sich angefunden, ist auch alles wieder da. Okay, dann sind wir jetzt ready. Genau, jetzt warte ich kurz, bis ich meinen PIN kriege, dann kann ich meine Zeiten einrichten und dann können wir los. Bis morgen. Boah, jetzt regnet es voll. Ja, habe ich gemacht. Kannst du mal klingeln? Ich klingel ganz kurz mal. Aufdrücken, dann kommt. Ja, genau. Zuerst beliefert Mario die Businesskunden. Wo ist er denn jetzt da hoch? Der kommt jetzt mit dem Wagen hier raus. Im Regen. Ja, jetzt steht man hier in der Kälte rum, ne? Ist leider so. Und du hast gar keine Jacke? Doch, habe ich auch. Aber mir wird ja warm. Ja, gut. Moin! Wetter lasse ich euch stehen. Ja, ich bin schon nervös geworden. Tut mir ja leid. Hallo. So. Was kriegst du für scheiß Wetter? Ja, ich wieso nicht? Ich hab's dir nicht ausgesucht. Hier. Wünsche dir schönen Tag. Bis morgen wieder. Ihnen auch. Jetzt mach ich mal kurz wärmer. Okay. Das ist ein Lebensmittelpaket. Moin. Guten Morgen. Moin. Danke. Danke. Thank you. Schönen Tag noch. Tschüss. Das erste Treppenhaus. Ja. Heute, oder? Aber hier ist schön angenehm, ne? Ja. Tolle Temperatur hier. Läuft sich super. Wir liegen noch ganz gut in der Zeit. Okay, cool. Wir sind jetzt 20 Minuten hinterher. Ach so. Ja, falls noch mal die Toiletten, das sind die einzigen, die hier offen sind. Ich glaube danach, ja. Das heißt, du könntest jetzt hier noch mal auf Toilette gehen und danach musst du flinke Füße oder irgendwo, ich sag mal, einen Baum suchen. Ja, andere Möglichkeit. Findest du das stressig? Mich würde das total stressen, wenn ich wüsste, ich kann nicht so oft. Ich trinke durch die Arbeit weniger, was eigentlich ist. Wenn ich einen Liter schaffe auf Arbeit, ist das schon viel. So, jetzt geht's zum Privat. Ja, genau. Jetzt geht's zum Privat. Ich meine, ich habe heute Glück.
es sind keine Möbel bei. Mhm. Möbel und Matratzen ist eigentlich, ja, für den Fahrer, na, den Tod möchte ich nicht sagen, aber sehr anstrengend. Ja. Die sind unhandlich und wenn manche dann drei Möbel kriegen und dann hat man 100 Kilo auf der Sackkarre, das ist Katastrophe. Helfen dir dann auch manche, also wenn jetzt jemand ein Möbel bestellt? Was ich so festgestellt habe, ich sage mal, Omas, die sind sowas von dankbar. Mhm. Jüngere Leute, Anfang 20, überhaupt nicht, die stehen oben mit einem Grinsen und freuen sich, wenn da mal nach, also so ist mein Empfinden, wenn man da hochkommt, mhm, abgeschwitzt und na endlich. Aber es gibt, wie gesagt, mehr freundliche Menschen wie böse. Mhm. Was würdest du dir denn von Kunden wünschen? Wie können sie dir helfen? Helfen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch ein Lieblingsthema von mir. Indem sie einfach, wenn sie im vierten wohnen, mir einfach nur entgegenkommen. Man verlangt gar, ich verlange nicht viel, einfach nur entgegenkommen. Das hilft dem Postboten unheimlich. Wenn du überlegst, ich fahre hier 90 Kunden und wenn die über die Hälfte oben im vierten wohnen, was ich da steigen muss. Jede Treppe, die sie mir entgegenkommen, wäre schön. Das ist so ein Moment, den ich liebe. Im Regen stehen und nichts passiert. Das ist... So. Kommen Sie! Jo, bitteschön. Die sind jetzt nicht da und jetzt versuchen wir mal beim Nachbarn abzuheben. Okay. Mal gucken, wie das hier so läuft. Weil manchmal funktioniert unten die Klingel nicht oder schlafen wirklich noch. Ah ja, okay. Also du triffst Leute ja auch echt in intimen Momenten an irgendwie, oder? Hätte schon. Sonnabends ist am schlimmsten. Wenn ich mir überlege, wie ich manchmal so einen Paketboten begrüße. Es ist aber auch lustig. Das sind so eine Momente, wo man dann doch schmunzelt, wenn die Tür wieder zugeht. Okay, haben Sie sich gerade Gedanken gemacht, wie Sie die Tür aufgemacht haben? Ja, oder? Ja, aber viele nimmst du auch mit Humor. Auch Rasierschaum im Mund oder die Zahnbürste klemmt dann noch mit. Das alles. Ja, manchmal wird man kalt erwischt. Ja. Und ich bin ja auch immer hartnäckig. Ich klingel wirklich sehr lange. Manchmal hat man ja das auch, dass man zu Hause ist und man denkt, ich war ja eigentlich zu Hause, warum ist das Päckchen jetzt beim Nachbarn? Die meisten Beschwerden sind eigentlich sinnlos, weil manche, ach, habe ich vergessen, ich war ja kurz mal mit dem Hund und in dem Moment waren wir da. Mhm. Oder ich bin mal schnell nur runter und habe ein Brötchen geholt und in dem Moment waren wir da und die schwören immer alle drauf, dass sie zu Hause waren. Mhm. Und das ist manchmal ärgerlich. Mhm. Ortswechsel. Am frühen Morgen treffen wir Fabian Siegemund, den Depotleiter in Berlin-Tegel. Was passiert denn hier gerade? Sie grillen Würstchen um 7 Uhr morgens? Genau, Würstchen und Hähnchen für die Fahrer. Das machen wir mal zweimal im Jahr. So als Dankeschön für die geleistete Arbeit und so ein bisschen zur Einstimmung für die Peakphase, die jetzt kommt. Wir haben ja einmal Ostern, wo ein bisschen mehr Menge da ist und dann das Weihnachtsgeschäft November, Dezember. Was wäre denn in Ihrer Vorstellung, wie sieht denn die Zukunft aus der Paketzustellung? Ich denke schon, dass es immer mehr wird, dass wir in Paketshops und Paketstationen liefern. Man braucht vielleicht auch weniger Fahrer dafür, ne? Dann fährt man halt nur noch einen Punkt an, bringt da die Pakete hin. Weil das wird ja auch für unsere Systempartner, die Pakete zustellen, auch immer schwieriger, Personal zu rekrutieren. Das heißt, es gibt schon Probleme, Nachwuchs zu finden in der Auslieferbranche? Ja, auf jeden Fall. Pakete, die Mario nicht zustellen kann, bringt er manchmal zu Paketshops. Es gibt ein bisschen Taschengeld für die Pakete natürlich, je nachdem, für Abholung, für Annahme, für Versenden. Ne? Weil wir, die Kunden kommen ja auch mit QR-Code her, damit der QR gut gescannt, das kommt drauf, wir kleben drauf, geht raus. No, für jedes Paket gibt es halt ein bisschen Taschengeld. Für uns hauptsächlich ist es auch kostenlose Werbung, muss man dazu ja auch sagen. Was für uns natürlich positiv ist. Zustellungen von Paketen an einen Shop, wie hier in Berlin-Marienfelde, könnte es in Zukunft häufiger geben. DHL ist der größte Paketzusteller und betreibt derzeit rund 824-Stunden-Depots. Der Konzern berät mit der Senatsverwaltung für Verkehr über eine Weiterentwicklung der Infrastruktur für Packstationen. So sollen laut DHL ZustellerInnen und der Verkehr entlastet werden. Bei Hermes ist die Lieferung von privaten Paketen an einen Shop oder eine Box günstiger als die Zustellung an die Haustür. Bei einer gesammelten Zustellung sei das umweltfreundlicher. Vorausgesetzt, Kunden holen das Paket zu Fuß oder mit dem Fahrrad ab. DPD investiert zurzeit in Abholstationen. In den nächsten 3 Jahren sollen deutschlandweit 20.000 Out-of-Home-Punkte geschaffen werden. Die Firma geht davon aus, dass Lieferungen an die Haustür etwas teurer werden könnten, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Wo fahren wir jetzt hin? Jetzt fahren wir zum nächsten Kunden. Der hat 4 Autoreifen, sollte er kriegen. Es sind nur 3 Pakete gekommen, also schwere Pakete. Und die meisten beharren drauf, ihre Autoreifen in die Wohnung zu stellen. Mhm. Wo ich mich dann immer wieder frage, wo steht das Auto?
neben der Couch oder keine Ahnung. Und du bist jetzt gespannt, ob der dir entgegenkommt oder die Person? Na, wie er sowas sagt. Vielleicht sagt er auch, wir können sie gleich im Auto legen. Das wäre ja natürlich für den Zusteller fantastisch. Aber die meisten wollen es nach oben tragen. Und deswegen bin ich da jetzt auch wieder sehr, sehr entspannt, was da jetzt passiert. Genau, er wohnt oben. Ja? Ja, Post, vier Pakete sind Autoreifen. Sollen die nach oben? Komm runter. Danke. Hervorragend. Die kommt runter, hat sie gesagt. Okay. Wo wollen Sie die hin haben? Perfekt. Na klar, das ist perfekt. Die Kundin will jetzt nicht gedreht werden, aber er muss die Reifen jetzt einfach nur eine Treppe runterbringen mit der Sackkarre. Das sollte nicht passieren. Passiert aber leider mal. Oh Gott, das ist gerade ausgerutscht. Das scheint ihm gut zu gehen. Sieht gut? Alles gut. Soll nicht passieren, passiert aber mal. Hast du dir schon mal richtig wehgetan? Ja, ich war auch schon mal krank geschrieben. Man glaubt es nicht, ich bin die Treppe hochgefallen. Glatteis, das war aber nicht hier, das ist draußen im Garten, wo Einfamilienhäuser sind, nicht hier streut. Kommen Sie bitte rein und dann Treppe hoch. Also ich habe hier schon genug gesundheitliche Schäden, sagen wir mal so. Die haben mich auch schon mit dem Krankenhaus vom Depot gefahren. Ah, ja, früh auch schon, mit Blaulicht. Was war da? Herz. Oh Gott. Aber man glaubt es kaum. Eine Woche später stand ich schon wieder auf der Matte. Echt? Ja. Ja, härtet auf jeden Fall ab, der Job. Auf seiner Route hat Mario kaum KundInnen, die ihre Päckchen direkt an einen Shop schicken. Würden Sie für eine Lieferung zur Haustür mehr bezahlen? 4 oder 5 Euro würde ich wahrscheinlich zahlen. Dann möchte ich das schon nach Hause kriegen, weil ich bestelle ja das ja mal so, dass weil ich ja 5 Tage arbeiten gehe, ich habe 5 Tage frei und mein 5 Tage frei ist, dann lasse ich mir mal mein Zeug liefern. Mahlzeit! Mahlzeit! Hast du schon irgendwelche Abholer drin oder so? Also braucht ihr noch nicht rausnehmen. Ein bisschen enger drin, wa? Nein, das wird warm hier drin. Ja, ich auch schon. Ich kann ja ohne Jacke. Ich kann mit Jacke nicht. Was hast du denn in den 17 Jahren jetzt schon so Erfahrungen gemacht, wie sich das ganze Geschäft entwickelt hat? Stress, ja. Wesentlich Stress, ja. Uns wird auch viel Freihand weggenommen. Früher konnten wir fahren, wohin wir wollten. Wir konnten selber entscheiden, wann wir den Kunden beliefern, weil wir ja wissen, die sind arbeiten, die sind zu Hause, die gehen erst um 10. Heutzutage wird mir dann die Zeiten vorgegeben. Jetzt ist es viel stressiger. Was wäre die perfekte Jobsituation für dich? Das ist eine gute Frage. Also leichte Pakete. Hier so eine Tüten. Wie der Traum so ist vom Paketefahrer. Eine Tüte zum Kunden. Freundlich lächeln zurück. Und okay. Trocknet Wetter, 20 Grad, dass man nicht so schwitzt. Ab und zu mal was zu trinken kriegen. Und ein Lächeln. Genau. Okay. Das wäre der perfekte Tag zum Arbeiten. Okay. Pakete ausliefern ist echt ein Knochenjob. Das habe ich gesehen. Es war sehr kalt. Wir mussten oft warten, einfach viele Treppen laufen. Es ist körperlich echt anstrengend. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeit für die Paketlieferanten einfacher wäre, wenn mehr Pakete direkt in Shops oder Stationen geschickt würden. Die Lieferung bis zur Haustür wird es bestimmt immer geben, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann mehr kostet oder sich die Konditionen einfach ändern. Würdet ihr denn mehr zahlen, um eure Pakete immer zur Haustür zu bekommen? Das könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Channel. Wir müssen nämlich in der Halle Sicherheitsschuhe tragen. Deswegen kriegen wir jetzt diese Schutzkappen.